Hallo, herzlich willkommen zu einer Folge Multiplayer-Projekt mit Maurice. Hallo. Moin. Ah, ja, weiter geht's. Jetzt sind wir dabei, Blasbahn hier zu machen. Machen, zu pressen, zum Einwickeln. Ich weiß nicht, kannst du. Ja, bist du alle schon. Ich bin schon. Nervig. Ich häng schon dran. Du hängst schon. Ja, er hängt nicht mehr. Genau. No. Er hängt nicht, aber ich arbeite schon dran. Gut. Ich hoffe, dass ich da war, also kommen einige Ladungen hier runter. Ist das so, dass wir die beiden Grasfelder jetzt oder die beiden Felder als Gras noch haben? Ja, das erleichtert uns wahrscheinlich ja. Erstmal schon ein bisschen was. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Ertrag auch und wir haben eine große Fläche halt hier direkt. Ne? Ja, finde ich auch. Technisch. Ja, so ist es. Oh. Ich hätte mir den Frontlader dran machen sollen. Wo war denn gerade der Ball, der hier vom Playauto an, den du meinst? Der liegt schon wieder gewickelt auf dem Acker. Achso. Den ja, habe ich direkt mitgenommen. Ah ja, da, okay. Ja, läuft doch, würde ich sagen. Wenn man ein bisschen im Flow ist, dann geht das. Ja, macht doch Spaß. Ja, auch gerade gesagt, also wenn seine Konsole fertig programmiert, also in dem Sinne programmiert ist, dann. Das Lustige ist ja, für die Seitenkonsole legt der Lesson eine eigene Input-Building-Datei. Richtig. Was ich auch bisher noch nie verstanden habe. Warte, dann muss man aber. Nein, das muss man auch bei Lesson nicht verstehen, ich weiß, aber trotzdem würde es mich mal interessieren, warum. Wenn man hell sehen könnte, wa? Oder will ich vielleicht Lotto spielen? Ja, hab ich gerade gesagt. Wie wichtig um Alex kümmern, warum die Probe-Datei erstellt wird. Aber, ne? Vor allem eine eigene. Das wäre genauso, als würde ich jedes Video zweimal auf YouTube hochladen. Ja, warum nicht, ne? Pro-Datei und brennendes Material, ne? Ja, oh. Wenn du die dann teilweise mal ausmalst, ich habe jetzt. Allein das, was ich gestern und heute von OMSI aufgenommen habe, sind 120 GB. Überleg mal, bis ich das da hochgeladen habe, trotz meiner relativ zügigen Internetleitung. Ja. Mit einem MB, da kannst du dir trotzdem schon mal ausmalen, wie lange das noch dauert. Ich hoffe mal, dass die nächstes Jahr unsere Glasfaserleitung legen und dann läuft das schon. Ja, wir gehen richtig ran hier bei so im Internet jetzt. Ja? Ja, jetzt kriegen wir noch Glasfaser. Und dass wir zweimal im Ort Glasfaser kriegt, andere haben gar nicht und ihr macht es nächstes Jahr ruckzuck weiter. Also. Ja, das Problem ist, das machen wir halt als Nach-, also als bei uns als Bauernschaft wird das gemacht. Das macht jetzt nicht Telekom oder sonstiges. Ja, ist doch nicht schlecht. Jedes Haus kriegt Glasfaseranschluss. Von daher, gib ihm. Ja. Für, boah, ich habe den Preis nicht mehr im Kopf, aber 30.000 Euro. Nicht 30.000, 3.000 Euro. Insgesamt. Bis die Leitung bei dir im Haus ist, kann man damit schon leben, glaube ich. Das ist ein ganz angenehmer Betrag dafür. Okay, auch. Allerdings ist das Teure ist halt einfach daran, die Wege durch Straßen durch und so. Das ist eigentlich das Teuerste. Durch einen Acker geht eigentlich relativ einfach. Da schmeißt der Lehrer einen Acker und fertig. Da gibt es extra Schlepper für, extra Geräte für. Ja, das war's gerne schon mal gesehen. Ja. Ja, Druck. Das interessiert ja auch keine Sau, das legst du einfach. Das hältst vielleicht noch schriftlich fest für die Nachwelt, weil sonst mault da irgendwann irgendeine Gemeinde rum. Aber sonst, das wird einfach gemacht und fertig. Oh, ganz viel runtergekommen, ne? Du kannst ja mal nacherzählen bei meinen Sammeln, wie viel dabei runtergekommen ist. Drei Wagen lang auf jeden Fall. Ich habe noch nicht nach. Ich habe noch nicht nach oben geschaut. Ich glaub, drei Wagen dann werden das wahrscheinlich wohl nicht, oder? Was geht überhaupt auf dem Wagen drauf? 16. Das sind keine 32 Ballen allein schon für zwei Wagen. Glaube ich irgendwie nicht dran. 32. Ja, du machst das ja schon. Trotzdem.
Heute Morgen in Action gewesen. Bisschen Bürokram geordert. Wann habe ich am 26. habe ich, glaube ich, meinen neuen Kalender aufgehangen. Ich habe ja so einen großen Wandkalender bei mir an der Wand hängen. Ja, kenne ich ja. Einen Aufgang? Ey, mir aufgefallen. Ich habe gar keine diese Reißnadel dieser reinen Zimmers. Gar nichts mehr zu Hause. Ist gestern erstmal losgewählt, welche holen. Noch zwei Blöcke und Notizzettel und sowas, weil. Aber alles war drauf. Ja, die habe ich halt wirklich schnell weg, so Zettel und Notizen und so ein Kack. Wenn man sich meinen Schreibtisch anguckt, denkt man auch gut. Ja, ja, ich kenne dich, ja. Das ist. Dann hast du noch zwei, drei Projekte, dann hast du zwei, drei unterschiedliche Waben und dann immer das Ende. Irgendwann ist Ende. Sagst du? Wollte ich mal gucken. Ich wollte eigentlich mal meinen PC-Tisch aufräumen. Also ich habe zwar schon beim Saubermachen, also beim Ausblasen, also vom Staub auspusten vom PC, das Kabelmanagement neu gemacht bei mir. Das ist wieder ein bisschen ordentlicher hinterm Schreibtisch. Aber trotzdem. Ja, da habe ich ein bisschen aufgeräumt, aber es liegen halt trotzdem noch unheimlich viel Scheiße auf dem Schreibtisch. Und mal, dass es jetzt geht und man jetzt so gut aufsammeln kann. Ja, das sollte gehen. Ja, eigentlich war in letzter Zeit nämlich nicht die gewickelten Wahlen. Ich muss auch gucken, dass du nur die gewickelten jetzt aufsammelst. Ja, ja. Den Fan. Da muss der Fan fallen. Richtig ackern. Da hörst du wieder auf dem letzten Loch pfeift. Da geht der richtig ab. Bei dir. Au. Aber so richtig. Geht der voll steil mit. Bevor ich meinen Schreibtisch aufschreibe, werde ich hier mal zu Ende aufnehmen. Das ist richtig. Ja. Da bin ich, aber ich gerade sagen, da ist der morgige Tag aber auch erstmal schon wieder weg. Steht aber fest. Die letzten Folge Omsi, dann noch ein bisschen Tourist-Bass vormachen und produzieren, weil ich ja erste Woche wieder arbeiten anfange. Und so, da muss ja auch schon mal wieder ein bisschen was vorbereitet werden. Das kommt ja auch nicht alles von Lust und Liebe. 7x30 Minuten sind. 3,5 Stunden, oder? 7x30, rechnen wir mal 6x30, 180 sind 3 Stunden und 7 sind 3,5 Stunden. Also brauche ich 4 Stunden für Alter, 7 Stunden für. Jo, ist klar. Samstags 4 Stunden für Tourist-Bus. Läuft. Verfehlt. Wir müssen morgen weg am Samstag, das steht auch wieder fest. Naja. Eine Fett, der sich hier hochfuhr. Aber das ist der Kleine, das ist der von Adrian. Der 36, der 1000 haben wir jetzt schon ein bisschen besser packen. Ja, der quält sich aber auch. So, die große Unterschied ist da auch wieder nicht. Ja, schon klar. Er quält sich weniger, aber ob das merkbar ist, ist. Kennst du die Serie Hubert und Staller? Ja, kenne ich. Hört Staller auf oder Hubert? Ja, das wüsste ich jetzt auch gerne. Ich weiß es nicht. Da machen die auch ein großes Tara rum, ey, leck mich am Arsch. Ich hab die ja wirklich früher gerne geschaut. Ich schau die aktuell auf Netflix. So ein bisschen nebenbei, wenn ich Zeit hab. Wenn die Zeit. Ja, wenn die Zeit dazu lässt. Und das. Und das ist aktuell leider nicht so viel. Ich kann mir das gar nicht vorstellen ohne. Ich glaube Hubert. Nee, Staller hört auf. Ich weiß es nicht, das ist jedes Mal das gleiche. Da
Dann haben die hier irgendwie schon so einen Trailer gemacht, so ein Kack und so ein Kram, wo dann so im Intro steht, Hubert und ohne Staller oder so ein Scheiß, ich dachte, Alter. Kack die Mutter, ey. Naja. Ein Staller und der Hubert, wa? Ja, oder so. Irgendwie seid ihr der Richter. Anna denkt, ja, ist klar. Vor allem, er hat ja nicht mal ausgeschlossen, habe ich gelesen, dass er nicht wieder anfängt da drin. Er wird jetzt nicht irgendwie sterben in einer der nächsten Folgen oder so, oder mit der großen Liebe nach China ausreisen oder was weiß ich nicht. Die einfachste Variante ist einfach, er wurde versetzt nach Köln oder so ein Scheiß. Das ist doch für die Serie das Einfachste. Er ist einfach am nächsten Tag nicht mehr da. Nein, ich das jetzt ja hier, du. Was? Also wenn wir so oft das fahren, werden wir den Tank aber gar nicht gesucht von mir. Jo. Müssen wir mal gucken, ob es da realistischen Spritlot schon mal gibt. Nein. Hast du schon gemacht? Weißt du, was ich gestern Abend noch gemacht habe, wo ich beim Schnitt saß? Oder vorgestern Abend. Ich wollte ja für mein Singleplayer-Projekt gucken, aber vergiss es. Wie viele Wagen hast du denn schon zusammengesammelt? So, einer und der ist jetzt schon halb voll hier. Ja gut, und ich wickel noch. Ich bin ja arbeite ja noch dran. Hätte auch mal wieder Bock auf Rainbow, aber aktuell wen finde ich zum Spielen auf Rainbow? Also wenn ich erstmal Rainbow spielen würde, ich wieder erstmal verkacken. Oder? Ich werde auch erstmal wieder verkacken. Da muss er eigentlich wieder 2-3 Tage relativ intensiv spielen, um überhaupt wieder drin reinzukommen. So, mal eben eine Runde lohnt nicht. Ich glaube, dein Wagen ist voll, oder? Nein. Hast du ihn verfehlt? War zu schnell und der war noch zu langsam. Der war noch gerade beim Aufladen des letzten Mal. Also ich muss mal mit Marcel sprechen, ob der seine Rainbow Crew danach hat. Alter, hier liegt ja noch richtig was. Ja, sag ich dir doch. Naja, sag ja nix. Warte runter, du. In dem Bett. Denk gut, dass wir die beiden hier genommen haben. Das war ganz praktisch mit bei. Die Schleppe hört sich aber auch nicht gesund an. Was wartest du? Kaffee? Ich wollte eben kurz aus dem Handy. Ja. So, Melvin müsste jetzt bei sich sein. Ja. Ja, also Folgenanzahl, die wir noch zu tun haben, schrumpft der schon. Das ist richtig. Ist jetzt bei 4, oder? Ja. Das heißt, wenn wir es wieder fertig haben, können wir einen vielleicht schon mal anfangen, Mais zu nehmen. Der andere kann sich in der Zeit schon mal darum kümmern, sich um die Schafe zu kümmern und um andere. Wir müssen erstmal grubbern und grubbern und grubbern und grubbern, also. Haben wir eigentlich nur einen Grubber? Oder haben wir doch schon zwei? Oh, meine, ich hab letztes Mal aber zwei gekauft. Oder war das Sämaschinen? Ja, ich glaub, das war Sämaschinen. Ich wollte noch eine kaufen. Also, ich bin voll, okay. Aber zwei hast du schon mal. Zweieinhalb könnte was werden. Ja, sag ich dir. Das sieht ganz gut aus. Mal schauen, wann wir Schnee kriegen. Dies Jahr wahrscheinlich nicht mehr, oder? Gar kein Schnee mehr. Das ist wahrscheinlich so wieder Februar, März oder so. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist ja 2018 auch bei dem. Also in dem Jahr, es ging A schnell um und B ist viel passiert.
Also so insgesamt gesagt. Ich habe den Faden verloren, scheiße. Das ist gut. Ich habe den Faden echt verloren. Ja. Ja, es also geht schnell um. Nächstes Jahr wäre auf jeden Fall gerade für mich, denke ich mal, ganz spannendes Jahr. Du weißt ja bestimmt warum. Ja, ich weiß wegen warum. Wegen dem Bus, ne? Ja. Und das wird schon interessant. Dann mein Geburtstag. Hast du auch was geplant? Bis dahin hast du aber auch noch mal ein bisschen Zeit. Ja. Ja, nächstes Jahr, der Geburtstag von Sarah, der 18. Und das ist mein Geschenk. Oh. Ja, Packung Kondome von der Apotheke. Aha. Ich fand's gut. Ich fand's gut. Ja, ich hab auch Folge gut, gedacht. Aber was noch gut ist, ist die Folgenlänge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge. Diese Wahl, also. LS17, alles 19, Multiplayer. Bis dann, danke. Tschüss. Ciao.